Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit When Skilifts Go Wrong. Oder wenn Skilifte falsch laufen oder so ähnlich. Ein Bridge-Builder-ähnliches Spiel mit viel Schienen und Skiliften und anderen Sachen. Und Snowboardern. Wir werden sehen. Leute, legen wir los. Wir probieren das mal ein bisschen aus. Und Kampagne. Ich habe noch nicht gespielt, also macht euch auf Versagen gefasst. Willkommen in den Anfängerhügeln. Ich bin Jimmy und bringe dir die Grundlagen bei. Sieh dich um. Bewege die Kamera, indem du die linke Maustaste, okay. Fahrstuhlmusik auf jeden Fall. Passt ja zu Skiliften eigentlich. Super, du kannst, ich bin der Beste. Rein und raus zum Oh, das ist gut bei so Spielen. Alle Sessellifte brauchen ein Förderseil zwischen dem Start und der Endstation. Bewege Förderseil entlang der, okay. Ach so, so. Ach so. Drücke H und bla bla bla. Oh, cool, wie das aussieht. Guck mal. Aber was soll das denn hier? Ach so. Ist ja besser, als ich gedacht hätte. Alter. Ja, ich sollte keine Skilifte bauen. Oh Gott. Stapeln die sich? Das waren drei. Neuer Versuch. Setze das Förderseil des Skilifts zurück und verändere es dann. Okay. Laufrollen. Ach so. Okay. Ach so, das ist ja gut. Alter. Wow. Dass man das so machen muss, ist eine super Idee. Guck mal, das Blut von dem Vorgang. Ich glaube, das ist nicht wirklich ein Land, wenn ihr hier Skifahren geht. Das, und jetzt müssen sie fahren? Das ist ja cool. Tut mir leid, ich habe überhaupt nicht erwartet, dass das so cool gemacht ist. Ich hätte gedacht, das ist einfacher und schlichter, wie das immer so ist, aber meine Güte. Okay, bauen wir ein bisschen. Das Spiel lag jetzt schon so lange bei mir rum, weil ich so viele Projekte habe. Und dachte mir, oh, ich hab ja hier so einen Key bekommen, probier ich das mal aus. Ich wusste, dass das so cool ist. Ich bin jetzt am Hypen. Haltet euch zurück. Also, passt immer auf. Ich bin immer sehr enthusiastisch, was das betrifft. Ach so, und jetzt nur oben die Laufrollen. Okay, ich könnte aber auch so machen, oder? Könnte ich auch so machen und dann... Ach so, ich darf das jetzt nicht so. Das ist ja geil. Guck mal hier. Okay, es tut mir leid. Ganz ruhig. Bisschen Beruhigungstabletten nehmen und dann geht's los. So. Das ist umgefallen. Aber es geht doch, oder? Oh Gott. Oh, was ist denn hier, Mülleimer? Oh. Hey, ich kann noch fahren. Guck mal, er fährt noch zurück. Nee, noch nicht. Neuer Versuch. Der Turm ist eingestürzt, weil er nicht aus Dreiecken gebaut war. Platziere ein... Es ist nicht ganz... Verwende Balken. Der Turm des linken ist eingestürzt, weil er nicht aus Dreiecken gebaut war. Verwende Balken, um den linken Turm zu reparieren. Da. Ah. Ja, so. Und los. Kameratipp. Klicke auf die Person-Tab, um zwischen den... Springen lassen? Ist ein Portal. Cool. Nächstes Level. Okay. Was ein Pech. Wir müssen den Sessellift reparieren. Okay. lass uns erst überflüssige Balken entfernen. Ja, und wie? Deleten. Und jetzt den verbinden. Sind die nicht alle irgendwie überflüssig? Rechte Maustaste. Ach so, ich soll neu bewegen, okay. Ah. Ich meine, jetzt reicht aber das Tutorial auch mal bald. Passiert bestimmt wieder irgendwas. Rückgängig-Taste. Y-Dingens. Und wieder nach vorne. Ah! Okay. Für mich ist also sowas eigentlich immer wichtig, weil ich viele Sachen, wenn ich direkt anfange und sage, ich brauche kein Tutorial, dann sehe ich das immer erst so, ja, 3 Stunden später,
in den Kommentaren, dass ich viel Scheiße gemacht habe. Wenn die Belastungsanzeige T eingeschaltet, siehst du, welche... Ah! Oh, guck mal, hier! Oh, shit! Oh, pass auf! Tut mir leid, ich stehe auf Zerstörung. Pass auf, ja, ich weiß, was ich machen muss, aber... Ich meine, desto weniger Balken, desto besser wahrscheinlich. Also in Deutschland würdest du wahrscheinlich dreimal so viele Balken hinmachen. In allen anderen Ländern wäre es wahrscheinlich nur ein Balken. Aber bei uns ist ja sehr Kontrollpflicht. Und bei uns ist alles zehnmal so stabil gebaut, wie es eigentlich hätte sein müssen. Das ist das Tolle, ja? Es ist einfach für Überbelastung gebaut. So, hallo, ich bin Carrie. Ich bin heute deine Lehrerin. Wenn du einen Rat ignorierst, wird es dir schlechter gehen. Danke, Frau Lehrerin. Okay, drücke zum Fortfahren eine beliebige Taste. Charaktersteuerung. Hocken, springen. Ach so, ich soll jetzt hier fahren? Oh, das ist aber komisch. AD. Ich will irgendwie gerne was falsch bauen. Jetzt muss ich auch noch fahren. Hör! Looping, komm, das schaffe ich. Nein! Aber Ziellinie. Oh. Na gut, schade. Ich wollte es probieren. Wir machen es einfach mal das Tutorial fertig. Tut mir leid, es muss sein. Okay. Nein, nein, machen wir... Oh, shit, das ist ein Baum! Warte. Na gut, okay, nochmal zurück. Kann ich zurückspulen? Nee, nochmal. Nochmal. Oh man, hätte ich diesen blöden Looping nicht mal... Guck mal, ist nochmal alles voller Blut. Ha! Oh, ein bisschen schneller, bitte. Ja, ich musste sogar ein Looping machen, sonst bin ich hängen geblieben. Cool. Oh, Gott sei Dank. Ich will Skilifts bauen, meine Güte. Wir müssen... Ach so, Skilift ist das Ziel. Ah, okay. Jetzt müssen wir eine Schanze bauen. Linke Punkte bauen eine Schanze. Ja, siehst du? Ich sehe ja hier nichts. Das kann nicht so funktionieren. Aha. Füge eine weitere Schütze oder Brücke zu T. Da, wo grün ist, kann ich... Ah, okay. Das ist ja keine Schanze, das ist eher eine Brücke. Woo! Das haben wir! Ich habe, glaube ich, was Falsches gedrückt. Nächstes Level. Jeder gute Sessel beginnt mit einem soliden Fundament. Okay, fangen wir an. Das ist jetzt, glaube ich, das letzte Tutorial. Fundamenten. Ah, hier sind Fundamente. Okay. Schließe den Bau des Sessels ab. Bis später. Oh, das war's. Jetzt lassen die mich hier so. Okay. Spielregeln. Bewegen. Okay, warte. Das ist der Super... die Super KG. Oh, das ist zu weit weg wahrscheinlich. Warte mal. Löschen, löschen. Okay, das ist natürlich jetzt... Ich kann aber auch... Okay, ich kann auch so... Kann ich den denn drehen? Ah, so. Okay. Ich meine, wenn wir einen Turm bauen, sollte doch alles gehen eigentlich. So. Ach so, Laufrolle. So. Das war ja noch simpel. Mal gucken. Nächstes Level. Also ich kann sagen, bis jetzt ist das gut. Wenn ihr auf Bridge-Builder-Spiele steht, ist das jetzt auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Kommt natürlich darauf an, wie weit der Umfang ist. Das kann ich jetzt nicht sehen. Aber wer so Spiele mag, also da sieht man eigentlich auf den ersten Blick, ob das Spiel gut ist oder nicht. Und das ist definitiv gut. Trophäenjäger. Bringe eine Person über die Ziellinie. Achso, das ist jetzt, um diese Gold-Dingens zu bekommen. Okay, fangen wir jetzt mal an.
Okay, machen wir maximal. Ist jetzt natürlich blöd, aber ist die Frage. Eigentlich müsste das auch so gehen. So, machen wir hier noch eine Verbindung rein, obwohl wir es nicht brauchen. Aber sieht toll aus. So. Entschuldigung. Können wir nicht einstellen, wie viele Leute da mit den Skiern kommen? So unendlich? Können wir machen mal so. So, so. Okay. Ich will mal gucken, ob die jetzt wirklich. Ich will doch gar nicht so viel lachen. Wow, guck mal! Oh Gott! Nur ich sollte nicht so viel lachen. Es gibt ja so ein Video auf YouTube, wo so ein Skilift wirklich außer Kontrolle gerät. Gott sei Dank niemand gestorben. Aber das war schon echt übel. Der ist unten angekommen, quasi, der ging runter. Und die gehen ja einmal so rum, die Skilifte. Und die sind auf einmal ohne zu bremsen so. Und haben die Leute rumgeschleudert und die sind raus. Das war richtig übel. Meine Güte, bin ich froh, dass es so viel Wartung gibt. Also, guck mal, da kommen sie auch wieder hoch. Jetzt müssen wir das eigentlich schaffen. Ah, sehr gut. Bei mir sind die Skilifte nämlich ideal gebaut. Guck mal, ich kann auch in die Mülltonne. Das ist bestimmt auch wichtig. Soll ich jetzt fahren? Nee. Ah. Es sieht doch aus, als wenn es auch bestimmt fürs Handy gibt. Hocken, springen, Control. Ja, das kennen wir ja. Los geht's. Also, das hat sogar noch ein anderes Spiel drin. Das finde ich toll. Wow, shit. Okay, ich muss höher wahrscheinlich. Pass auf. Stopp. Neuer Versuch. Pass auf. Wir müssen bestimmt. Das kann das dicker, deutlicher machen, oder nicht? Ach, keine Ressourcen mehr. Okay, warte mal. Versuchen wir es mal so. Oh ja, yeah, den einen haben wir. Nochmal. Warte mal. Ja, schade, ich würde ja gerne. Gehen höher. Machen wir es so? Leroy Jenkins! Oh, shit, oh! Oh, scheiße. Okay, warte mal, so? Okay. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Vielleicht sollte ich nicht so lange in der Hocke bleiben, aber ist ja egal, machen wir mal weiter. Warte, erstmal gewinnen. Ne, keine Ressourcen mehr. Ich hätte das woanders hinbauen können auch. Warte. Geht er eigentlich schneller, wenn er in die Hocke geht? Wow, shit, boah, jetzt hat man Speed. Habt ihr es gesehen? Nochmal, nochmal. Boah, habt ihr gesehen, wie viel Speed wir hatten? Ach, egal, komm, wir fahren jetzt. Aber wir wollen mal noch mehr Skilifte bauen. Next Level, wir haben ja schon zwei Sachen. So, willkommen in dem Schneemobil-Übungsgelände. Was? Nee, es gibt noch mehr, noch ein Schneemobil. Beschleunigen, bremsen. Nach links, nach rechts drehen. F-Richtung ändern. Ja! Oh, es hat nicht gezählt. Oh Gott, oh, oh, das Ding nochmal auf den draufgefallen. Wir schaffen das schon, keine Sorge. Toll, jetzt haben wir das Ding nicht. Ah, egal. Das Blut immer dann da.
Ich meine, wir müssen doch bestimmt damit irgendwie Level freischalten oder so. Dies ist der Schlepplift. Die Fahrgäste müssen mit den Skiern auf dem Schnee bleiben. Ach so. Förderseil kann... Blablabla. Bla bla. Okay. Wir können auch einfach so machen. Und gucken mal. Was war's so doll? Okay, warte mal. Machen wir es mal so. Muss man bestimmt andersrum bauen. Und zwar so. Alter, ich hätte jetzt gedacht, die machen nur eine Sache und dann ist gut. Komm schon! Und da ist auch ein Portal. Ich kann auch mit dem fahren dann, oder was? Tatsächlich, guck. Und dann wieder. Ach so. Next Level. Okay, das sind Rundbalken. Stärker und länger, schwerer als normale Balken. Kosten bestimmt mehr. Haben wir einen von. Machen wir hier hoch. Festungsteile, die gibt es auch immer. Grün sind Befestigungsbolzen. Okay. Warte, machen mal. So. Ich weiß nicht, ob wir dann das bekommen. Machen wir mal so. Oh, das ist Achtungsschild. Oh, oh. Oh Gott! Oh, mit dem Kopf nochmal in die Eier. Okay, warte mal. Kann aber nicht so gut funktionieren hier. Wir müssen das tiefer machen. Probier's mal so. Sehr gut. Ja? Oh, perfekt. Aber das. Kopf über runter. Next Level. Hauptziel. Bringe eine Person über die Ziellinie. Okay. So, dann haben wir hier... Okay, jetzt müssen wir gucken. Wir haben einen Balken. Einen Balken haben wir. Machen wir erstmal den Balken hier hin und einen Balken... Ne, warte mal. Wie viele Balken haben wir übrig? Das wissen wir nicht, ne? Mal gucken, ob wir Befestigungsdinger haben hier. Okay. Das dürfte doch schon reichen, oder? Gucken wir mal. Ich habe was vergessen. Durchgefallen. So müsste es doch reichen, oder? Oh, guck mal, das ist da jetzt voll ohne Spannung. Oh, das Seil ist gerissen. Sogar das Seil reißt. Okay. Sind jetzt sehr. Warum hat das denn eben funktioniert? Oh shit! Okay, so, jetzt reicht's aber hier. Okay, wir haben drei Fundamente. Keine Ressourcen mehr, warte mal. Okay. Machen wir erstmal Ding jetzt Nummer 1.
Guck mal, diese Ringe, die anzeigen, das ist super praktisch. Können wir das schön gestalten? Oder auch nicht? So. Ne, dann machen wir das vielleicht. Jetzt müssen wir überlegen. Wir haben ja hier einen Stein. Festigung geht nicht. Bin eigentlich kein Fan von den Dingensbummens. So, wir wollen ja ein paar schön und uns ja auch aussehen. Okay, das geht nicht. So. Nur eine Dingenslaufrolle. Guck, vielleicht brauchen wir das gar nicht. Müsste doch so eigentlich gut gehen. Jetzt nur das mittlere Ding einstürzt. Oh shit! Seil gerissen. Okay, da ist zu viel Ballast drauf. Warte mal. Das hilft doch nicht. Warte, das gibst du doch nicht. Ich hab den Turm einfach scheiße gebaut. Warte mal. So, jetzt gucken wir als erstes hier. Wir gehen nie ganz hoch. Machen wir erstmal hier so. Das geht wahrscheinlich nicht. Also müssen wir ein bisschen weiter runter. So, okay. Scheiße! Was ist denn los? Da zu viel Spannung drauf? Das kann ja sein. So, machen wir mal so. Na, das ist ja sinnlos. Oh, nein! Vielleicht ist es zu hoch. Ist das zu viel Spannung von nach oben? Guck mal, jetzt ist hier das Problem. Oh, das ist aber hohl, dass das jetzt funktioniert, ärgert mich. Jetzt sind wir oben. Ich hab mir, guck mal, das ganze mittlere Ding war für mich voll sinnlos. Voll sinnlos. Alter. Na gut. Was ist das denn jetzt noch? Beschleunigung? Turboschanzen?
Stelle mit dem Schieberegler die Kraft des... Bam. Auf 60. Und die anderen gehen zurück. Alle? Guck mal, es geht gar nicht mehr. Eben ging er. Ah, na, habt ihr gemogelt mit eurer... So, und jetzt? Ne, halt der hier nicht. Oh, jetzt wird er wieder zurückgeblasen. Okay, nochmal. Ups. Entschuldigung. Okay, dann höher. Boah, Mist nochmal. Ach, das ist das Ziel. Zurückkommen. Na gut. Hauptziel. Bla bla bla. Bla bla bla. Hauptziel. Guck mal, drei Stück. Darauf machen wir einen stabilen Turm. Das muss reichen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass das reicht. Wir machen erstmal alle in die Mitte. So, stabiles Grundgerüst. So, dann gehen wir weiter nach oben. Machen einfach mal, bis unser Budget wirklich ausgereizt ist. Jetzt gegen meinen Turm. Ja, wenn der einbricht, bin ich jetzt wirklich erstaunt. Tatsächlich. Oh, komm, guck mal, das hing noch dran. Schade, dass die... ich weiß nicht. Es ist... Ein paar mehr Skitypen wären cool. Okay, Mama ist kein Problem. So. Es ist immer besser, wenn es super sicher ist. Es ist immer noch nicht sicher genug. Aber wir sind da immerhin. Oh yeah. Cool. Sehr gut. Okay. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal von mir. Von When She Lifts Go Wrong. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, wer das mag, hat sehr gute Mischmasch-Erlebnisse, definitiv. Was das... die verschiedenen abwechslungsreichen Sachen eingehen. Also wir haben Skifahren, wir haben Skilifte bauen und wir haben Skispringen, genauso wie mit dem Schneemobil fahren. Ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nicht alles gesehen, aber fand das cool. Es ist definitiv ein Spiel für Leute, die sowas lieben, ja? Dieses ganze Brücken bauen und so. Leute, das war's erstmal von mir von When She Lifts Go Wrong. Wie fandet ihr das? Steht ihr auf so Brückenbausimulationen? Also, so wie jeder Spiel, gibt's ja auch Bridge Builder. Damals, wirklich, Urgesteinspiel. Immer wieder cool, ja? Na gut, Leute, das war's erstmal von mir von When She Lifts Go Wrong. Hat's euch gefallen? Wie findet ihr das Spiel? Oder habt ihr es schon selber gespielt? Bitte wie immer euren Senf in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder bei vielen weiteren Projekten. Und bis dahin. Haut rein!